Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Okay, ja. Was ich nur leider nicht mehr weiß, ist, ob es hier unten Fallen gab oder nicht. Sieh einer an, ich spürte eine Luftbewegung, da seid ihr, aber ihr seid etwas ganz Neues. Sagt mir, mein Freund, wie kommt ihr an diesen Ort? Gegen meinen Willen und ich bin ganz und gar nicht glücklich darüber. Wer zum Teufel seid ihr? Wir wurden gebeten, herzukommen. Wir sollen für einen Freund einen Gegenstand von hier holen. Wer seid ihr? Shandala schickte uns. Es scheint, dass er etwas von dieser Insel zurückhaben möchte, das ihm gehört. Sehe ich auf dem gleichen Wege wie ihr. Warum erzählt ihr mir nicht eure Geschichte? Dann sehen wir, ob meine die gleiche ist. Eine Luftbewegung redet nicht so einen Unsinn, Mann, und sagt, wer ihr seid. Nehmen wir die vier. Ihr seid wieder nur so ein Dummkopf, der beim Teleportieren eingefangen wurde. Dieser Ort scheint ein mächtiger Magnet zu sein. Wenn jemand mächtig genug ist, sich ohne Fehler über einen Ozean zu teleportieren, besitzt man anscheinend auch genügend Macht, um gefangen und hierher gebracht zu werden. Es ist dieser Ort, der daran schuld ist, scheint Energie einzufangen. Da brauche ich wohl gar nicht erst zu sagen, dass das Verlassen der Insel durch magische Kräfte völlig unmöglich ist. Ihr werdet euch an eine Diät aus Seevogeleiern gewöhnen müssen, wenn ihr überleben wollt. Wer errichtet bloß einen solchen Ort? Was ist sein Zweck? Gibt es denn keinen Weg, von hier fortzukommen? Das muss doch möglich sein. Und ihr habt die Rolle des Begrüßers auf dieser Insel übernommen? Wohl kaum. Was wollt ihr? Wer errichtet so einen Ort? Ich habe auf leider keine Antwort. Es könnte ein Streich der Götter sein oder ein Test oder beides. Bei den Göttern, man kann nie so genau wissen. Es könnte auch ein natürliches Phänomen sein, auch wenn es die unterirdischen Tunnel bestimmt nicht sind. Allerdings könnten gefangene Magier, die sich als Unterschlupf angelegt haben. Hier gibt es wenig anderes zu tun, als Pläne zu schmieden und zu studieren oder verrückt zu werden. Ich ziehe das Plan vor. Ach, da fällt mir ein. Wärt ihr wohl so freundlich, mir alles zu geben, was ihr bei euch habt? Ich wäre euch ewig dankbar. Was, aber warum? Wir können uns auch sicherlich auf einen Kompromiss einigen. Wenn ihr es auf unsere Ausrüstung abgesehen habt, dann müsst ihr sie euch schon holen. Wartet doch, ich habe ein Mittel, diesen Ort zu verlassen. Vielleicht können wir ein Geschäft machen. Nein, holt euch meine Ausrüstung mit Gewalt, wenn ihr sie wollt. Sicher, es ist sicher, erst ihr, dann die anderen hier. Ich brauche alle Zauberkraft, die ich habhaft werden kann, und nehme sie auch mit Gewalt, wenn es sein muss. Okay. Aha. Ja, mein Schatz. Jael Kalles? Worum geht es diesmal? Ja? Und das war eine unbändige Woge. Worum geht es dies? Ihr braucht nur zu fragen. Dann müssen wir die beiden wohl zu zweit platt hauen. Okay, die drei. Okay, oder wir kriegen ordentlich auf die Wämme. Aha. So, das heißt, wir sollten wirklich als erstes den Typen der Unverwundbarkeitskugel ausschalten. Au.
Ja, ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Okay, ich habe drei Verwirrte hier. Zum Glück läuft die eine die ganze Zeit in der Ecke rum, während die anderen beiden jetzt nur doof rumstehen und nichts machen. Ich habe nichts gesagt. Hört auf. Bleibt stehen. Böse. Aus. Ihr habt gelockt. Bleibt zurück und wie kann ich, acht. Wie ihr wünscht. Okay, was haben wir hier? Ein Stab der Furcht. Können wir verkaufen. Robe des Reisenden und eine Schurkenrobe. Warte, Robe des Reisenden. Nö. Kann weg. Kann weg. Schutz vor dem Bösen. Magiezerstörung. Tagebuch von Andris von Iriabor. Hi. Wünsche, ich hätte mehr Papier zum Schreiben, habe aber viele verbrannt für ein wenig Wärme. Mir gibt es ohnehin nicht zu berichten, und zwar hinterlasse ich dieses bisschen Geschreibsel für den, der meine Leiche finden mag. Denn nur in diesem Zustand wird dieses Blatt von mir getrennt. Wisset, dass Andris euch verflucht, weil ihr am Leben seid, und dass ich, sollte ich hier in irgendeiner mörderischen Form zurückkehren, euch verfolgen werde. Schon allein deshalb, weil ihr meinen verwesenden Körper gesehen habt. Das wäre also gesagt, und ich hoffe, wer auch immer dies lesen mag, dasselbe Schicksal erlitten hat wie ich. Solch demütigender Zustand, da steht mir nun so viel Macht zur Verfügung, und ich kauere vor einem Feuer aus Dung und lebe von Robbenspeck. Die Kräfte dieses Ortes haben keinen Respekt vor meiner Person, meiner Macht. Ich habe Bessie mit einem Streich gemordet, die dreimal so groß waren wie ich, und ich flog wie ein Vogel über die Weltmeere. Hier wird meine Zauberkraft in die Erde gesogen, und ich bin genauso gefangen wie die anderen um mich herum. Einige sind entkommen, und ich schwör's, ich werde Jagd auf sie machen und ihnen ihre Macht abnehmen. Da sie können, was ich nicht vermag, müssen sie in der Tat mächtig sein. Ich verfluche sie für ihre Flucht, ich verfluche diesen Ort, und ich verfluche, dass ich nicht die Macht besitze, ihnen zu folgen. Andris von Iriabor. Andris der Größenwahnsinnige, ja, ist gut. Zaubern ist nicht so einfach, wie es bei mir aussehen mag. Worum geht es diesmal? Und dann heilen wir mal ein bisschen durch. Ich muss mich ausruhen. Ja? Eine Frau braucht ihren Schönheitsschlaf. So, das sollte erstmal reichen. Worum geht, wie ihr wünscht. Das wird kein schneller Tod. Ja, ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. So, noch zwei Witterwolfpelze. Und ich glaube, Fallen gab es hier keine, nur jede Menge Wölfe. Und ja, das ist halt auch so ein kleines Labyrinth gewesen. Ja, mein Schatz. Wie kann ich helfen? Na super. Das wird kein schneller Tod. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Ich mag's zwar nicht. Au! Mein Lebenssaft für. Ich nehm's zurück, es gibt Fallen hier.
Ja, um den einen Eisbär tut es mir jetzt gerade leid, aber normalerweise sind die ja eh aggressiv. Okay. Wie kann, wie ihr wünscht. Ist Afana immer noch so schlecht darin? Oder hat sie durchs müde sein gerade Mali auf solche Sachen? Lasst sie uns ordentlich verdreschen. Ja, aber natürlich, Schätzchen. Nein, hat sie nicht. Ich war noch nicht nah genug dran mit ihr. Worum geht es? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Für euch. Aber natürlich, Schätzchen. Ja, wie ihr wünscht. Wenn das euer Wunsch ist. Wie kann ich helfen? Wie ihr wünscht. Ja, mein Schatz. Ist jetzt keine Falle? Mit Vergnügen. Garan, Neuankömmling, bleibt wo ihr seid. Ich muss euch einige Fragen stellen. Und ihr werdet sie umgehen und wahrheitsgemäß beantworten und ihr lasst euer Leben. Ich warne euch, ich verfüge über Zauberkräfte und kann fast jede Lüge entdecken, die ihr mir auftischt. Na, sehr nett. Wer seid ihr denn? Was macht ihr auf einer Eisinsel mitten im Ozean? Wir sind die Gruppe von Brennoir. Wir suchen einen Umhang für einen gewissen Chandala. Ich bin Dinkelmus Kleinholz und ich bin auf der Suche nach dem heiligen Murmeltier. Wir sind hier genauso gefangen wie ihr. Wir haben einen großen, mächtigen Magier verärgert und er hat uns zur Strafe hierher verbannt. Nehmen wir das Erste. Ich bin Garan und ich bin auf dieser teuflischen Insel gefangen, seit ich versucht habe, mich von Maztika nach Tiefwasser zu teleportieren. Aber es ist nicht an euch, Fragen zu stellen. Ihr habt beide noch nicht beantwortet. Gebt sofort Antwort oder ihr werdet die Konsequenzen zu tragen haben. Was führt euch denn nach Maztika? Ich habe euch doch schon gesagt, dass ich hier die Fragen stelle. Eure Dummheit wird euch noch einiges kosten. Worum geht ihr braucht? Nur zu fragen. Ankex? Okay, Ankexis. Lasst sie uns ordentlich verletzen. Lasst sie uns ordentlich verletzen. Aha. Ankex ja? Und ein Magier mit vielen Spiegelbildern. Das ist jetzt natürlich die Lage. Zaubern ist nicht so einfach, wie es bei mir aussehen mag. Für euch tue ich alles. Ja? Ihr habt geläutet? So, Schriftrollen mal wieder. Ein paar Edelsteinchen. So. Ich muss mich ausruhen. Wie kann ich helfen? Ja, Ankeck-Panzer sind leider nicht viel wert, deswegen und schon schwer, deswegen lassen wir sie da liegen. Frau braucht ihren Schönheit. Ihr Hornochsen, was habt ihr denn geglaubt, was ihr tun, Schätzchen? Bitte tötet mich nicht. Bitte, 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 bitte. Wir sind so viel ihr wollt und euer Leben ist verwirkt durch Töten. Bitte tötet uns nicht. Bitte, 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 bitte. Was für eine Art herzloser Bestien seid ihr? Macht ihr euch noch schon über Kuchol lustig, wenn ihr ihn dem Tode weiht? Aber wehe. Wäre ich daheim in Zurück, würde Yuspa mich beschützen. Ach wirklich? Kuchol-Bestien?
Wir würden uns eher als angeheuerte Schläger bezeichnen. Beruhigt euch, Freund. Wir haben keinen Grund, um euch etwas zu tun. Warum seid ihr hier? Wurdet ihr etwa gesandt, um den armen Kuchel zu töten? Wir sind nur gekommen, um etwas zu holen. Sobald wir es gefunden haben, machen wir es auf dem Rückweg. Ach, ihr seid hier nicht gefangen? Ich bin Kuchol, der Peiniger von Lachom, der Schänder von Surg. Selbst ich mit meiner mörderischen Kraft kann nicht entkommen. Wir haben so unsere Ideen, Kuchol. Habt ihr vielleicht einen Umhang gesehen? Ein Schlüsselstein, natürlich. Meine Freunde, ich bin hier schon so lange gefangen. Denkt doch an meinen Ruf. Kuchol, werden sie sagen. Was für ein mystischer Magier seid ihr? Und dann sage ich, es ist nicht meine Schuld. Es ist das blöde Eis. Und dann antworten sie, ihr seid ein Verlierer, Kuchol. Nicht weiter als ein Narr, wenn ihr versteht, was ich meine. Versteht ihr nicht? Mein Ruf, ich muss diesen Schlüsselstein haben. Ich muss hier weg.